ist der Wunsch? Frieden in Syrien und in der ganzen Welt. Zwei Wünsche, die sind schon in Erfüllung gegangen. Dass meine Frau hier kommt, damit wir auch zusammen eine Familie gründen können. Richtig. Und vor 4 Jahren war ich ein Praktikant bei Kirgen. Ich hatte Glück, dass ich diese Chance von Kirgen bekommen habe. Gemeinsam mit der Stiftung des Rotary Clubs Hildenhahn haben wir schon Ende 2015 den sogenannten Integrationsfonds gegründet, der dann in 2019 in Kooperation mit dem Verein Du, Ich, Wir dann überführt wurde in das sogenannte Migration Office. Meine Aufgaben sind in erster Linie natürlich, potenzielle Kandidaten zu finden, die zu erfassen und natürlich die vorhandenen Ressourcen sichtbar zu machen. Wir haben seit 2019 50 Kandidaten erfasst mit Persönlichkeitsmerkmalen und Dossiers. Und davon haben wir 25 erfolgreich in Arbeit vermittelt. Der Zweck dahinter ist, Flüchtlingen die Integration auf dem Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Darüber, dass geflüchtete Menschen sich an den Integrationsfonds wenden können, dass sie ausgewählt werden, dass sie Sprachförderungen bekommen und Coachings und über den Integrationsfonds auch die Möglichkeit haben, in den Arbeitsmarkt einzusteigen. Und da ist KIA Gen der Partner, der das Projekt ins Leben gerufen hat. Die größte Herausforderung war, Kooperationspartner zu finden, die sich auf die große gesellschaftliche Herausforderung aufgemacht haben. Integration kann nur gelingen, gemeinschaftlich und mit vielen starken Partnern, um Menschen eine Chance zu geben. Und gerade KIA Gen als Arbeitgeber hat sich hier wirklich hervorragend in das Projekt eingebracht, indem sie Menschen über ein Praktikum ihre Arbeitsfähigkeit zu beweisen, die Möglichkeit geben und letztendlich selbstständig ihr Leben zu gestalten. Es sind tatsächlich noch viele bei KIA Gen beschäftigt. Wir haben seit April 2019 18 Kandidaten unterstützt. Bei KIA Gen selber sind einige davon übernommen worden. In diesem Jahr sind, glaube ich, so 7, 8 Geflüchtete beschäftigt. Bei uns in unterschiedlichen Arbeitsverhältnissen, teilweise in der Produktion, die eben auch bei der Produktion von den Corona-Schnelltests mitgeholfen haben, was natürlich eine sehr schöne Erfolgsgeschichte ist. Mein Name ist Rana Najib. Ich komme aus Syrien und ich arbeite beim KIA Gen. Ich will arbeiten, weil ich möchte auch wie normale Menschen hier leben. Nicht nur sitzen zu Hause und gucken und machen mit Freunden irgendwas. Nee, ich möchte richtig hier in Deutschland leben. Also Rana habe ich kennengelernt von Anfang an als eine sehr engagierte Kandidatin, die auch vieles ehrenamtlich in ihrer Heimatstadt in Erkrath gemacht hat, für die Gesellschaft oder ehrenamtlich sich engagiert hat. Man sieht, dass Rana sich weiterentwickelt, dass Rana viel selbstbewusster geworden ist. Ich habe echt viel bei KIA Gen gelernt. Ich glaube, für Geflüchtete ist das einfach eine ganz wichtige Grundlage. Es ist nicht nur eine finanzielle Grundlage, es ist auch die Bedeutung, dass man eben angekommen ist in einem fremden Land, dass man sich ein Leben aufbauen kann, dass man Freunde finden kann, dass man sich eine Wohnung finanzieren kann, dass man am normalen Leben teilhaben kann. Und deshalb ist das einfach ein so wichtiges Thema, dass man diesen geflüchteten Menschen so eine Basis geben kann. Die Kollegen, die ich am KIA Gen kennengelernt habe, haben mir auch viel geholfen, die deutsche Umgangssprache zu lernen. Wie kann man auch das Leben in Deutschland besser kennenlernen? Wenn man Nassim von früher und jetzt vergleicht, hat man schon zwei verschiedene Personen. Er war neu im Land, er war neu im Team, er kannte ja kaum jemanden und er hat sich mittlerweile bei uns so gut integriert, er ist ein wichtiges Teammitglied bei uns geworden. Diese Entwicklung zu sehen, das hat sehr viel Spaß gemacht, auch das in diesen 4 Jahren im Endeffekt jetzt zu begleiten. Ich habe Nassim damals kennengelernt, als er zu uns kam und ich habe angefangen, ihn einzuarbeiten bei uns. Ich habe ihn oft mit ins Labor genommen und mittlerweile sind wir nicht nur Kollegen, sondern ich zähle ihn zu einem meiner besten Freunde mittlerweile. Ich habe dann das Team gewechselt und am Anfang habe ich ihm viel gezeigt und mittlerweile, wenn ich Fragen habe zu der Routineproduktion, dann frage ich Nassim, weil er da besser Bescheid weiß als sonst jemand.
Kiagen ist da sehr, sehr gerne in die Vorreiterrolle gegangen. Wir möchten weitere Firmen, insbesondere hier im Umkreis, finden, die sich dieser tollen Sache annehmen und uns gemeinsam unterstützen und den Integrationsfonds. Und ich weiß, wenn ich mich weiterentwickle, Kiagen gibt mir die Chance immer. Kiagen. Sample to Insight.